Die Hitze erzeugt bei den Menschen immer so etwas wie eine Ausnahmesituation. Also bei extremer Hitze werden Leute entweder apathisch oder aggressiv. Und das ist, finde ich, eine sehr gute Ausgangssituation für die Dramaturgie dieses Films. Zurück zur Hitze. Was haben Sie gemacht, wenn es einfach nicht heiß war, wenn Sie sozusagen sonst darauf bestanden haben, dass es heiß ist? Wenn es nicht heiß war, haben wir nicht gedreht oder wir haben bei den Innendrehs eingeheizt. Sie haben es im Sommer einheizen lassen. Genau. Also ich finde, es gibt natürlich alle die Tricks beim Spielfilm mit Wasser besprühen, also wenn Leute schwitzen sollen, aber für mich war es so, dass ich wirklich wollte, dass die Leute wirklich schwitzen. Also unter anderem musste dann der Mann für die Sicherheit länger in seinem Auto sitzen bei geschlossenem Fenster, bis er dann wirklich geschwitzt hat. Also wenn man mit Nichtschauspielern arbeitet, muss man ein sehr zeitaufwendiges Casting machen, was wir alle ein bisschen unterschätzt haben, weil man muss einfach die Leute finden, wo man glaubt, dass man sie findet. Und das ist nicht so, wenn man jetzt ein Inserat schaltet, dass sich dann hunderte von Leuten melden, die unbedingt bei diesem Film mitspielen wollen. Also man muss auf die Straße gehen und muss Leute ansprechen. Ja, oder man muss in Lokale gehen, man muss in, weiß ich nicht, vielleicht Altersheime gehen, man muss sich in das Milieu einarbeiten. Also das Drehbuch hat keine geschriebenen Dialoge gehabt, auch deswegen, weil es unmöglich wäre, mit Nichtschauspielern Dialoge zu geben. Also das wäre nicht gut, wenn Sie etwas Geschriebenes vor sich haben, das Sie dann versuchen auswendig zu lernen. Also es wurden alle Dialoge improvisiert. Und ich habe sehr lose den Nichtschauspielern die Geschichten erzählt. Und wir haben eigentlich dann direkt beim Drehen die Szenen improvisiert. Also die Wirklichkeit ist immer viel ärger, als der Film es zeigen kann. Insofern weiß ich, dass dieser Film, auch wenn er für manche Leute schockierend sein mag, lange nicht das zeigt und zeigen kann, wie es in Wirklichkeit zugeht.